Heute geht es um ein Thema, das fast jeden zweiten betrifft. 44% der Bevölkerung haben dieses Problem und es ist verantwortlich für einen Großteil unserer bekannten Erkrankungen. Es geht um MTHFR, ein Enzym, das der Körper braucht und darum, dass es gestört sein kann. Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Dieses Enzym, es ist eine Abkürzung, MTHFR, für einen langen Namen, den ich auch nicht auswendig kann. Es ist Methylentetrahydrofolatreduktase. Was macht es? Es ist wichtig für den Stoffwechsel, vor allen Dingen von Folsäure, aber auch von Vitamin B12. Es hat mit dem Methylierungsprozess zu tun. Das ist eine Art und Weise, wie der Körper Stoffe, Substanzen, Mineralien bearbeitet, aufnimmt oder eben nicht aufnimmt und zur Verfügung stellt. In dem Moment, wo diese Stoffe, die durch MTHFR zur Verfügung gestellt werden und umgewandelt werden, nicht da sind, fängt eine Riesenkaskade an Problemen an. Es gibt so ein paar Schlüsselgene, die das Problem sein können. Und 44% der Bevölkerung haben hier einen sogenannten Polymorphismus, eine Störung auf diesen Genen. Und das ist das auf der einen Seite Riesenproblem, auf der anderen Seite ein riesengroßer Zugewinn, wenn man das weiß. Kann man nämlich lernen, wie man das kompensiert und plötzlich sind chronische Erkrankungen kein Problem mehr. Was können das sein für Symptome, die da entstehen? Naja, erstmal das, was da entsteht, ist ein Mangel an verfügbarer Folsäure, an verfügbarem Vitamin B12, an verfügbarem Methionin, das ist eine Aminosäure. Daraus werden andere Aminosäuren gebildet, unter anderem Cystein. Daraus wird wiederum das Glutathion gemacht, was für die Entgiftung zuständig ist. Das heißt, allein diese ganze Zahl an Stoffen, die dann nicht optimal zur Verfügung steht, sorgt dafür, dass unsere Mitochondrien nicht richtig arbeiten können, dass unsere Zellentgiftung und Körperentgiftung nicht optimal funktioniert, dass wir ein Problem haben mit Homozystein, das reichert sich einfach viel zu stark an, weil es braucht nämlich die Folsäure und auch das B12 zum Neutralisieren. Und wenn das nicht ausreichend da ist, dann wird es immer mehr. Und wenn es zu viel da ist, gibt es Schäden in den Blutgefäßen, das heißt, das ganze Herz-Kreislauf-System leidet darunter. Es gibt Probleme mit dem oxidativen Stress, weil eins der wichtigen Stoffe ist das SAM, S-A-M. Das wird nicht ausreichend hergestellt. Und wenn das nicht ausreichend da ist, leidet der Körper mehr unter diesen ganzen freien Radikalen. Das heißt, der Körper, die Zellen haben hier eine Schwierigkeit. Es gibt ein Problem bei den Phospholipiden, die sind wichtig für die Struktur der Zellwand. Wenn also da ein Problem entsteht, sind die Zellen nicht mehr so widerstandsfähig, sprich auch wieder anfälliger für Krankheiten, Gifte, Infektionen. Das heißt, dieser ganze Kreislauf spielt eine riesen Rolle. Das zweite, wo das Ganze reingrätscht, ist der Neurotransmitterkreislauf, sprich alles, was zu tun hat mit Dopamin, Serotonin, Acetylcholin, GABA. Diese ganzen Stoffe werden nicht mehr ausreichend hergestellt. Und das hat zur Folge Depression, Energielosigkeit, ich kann nicht mehr klar Entscheidungen treffen, Brain Fog, Lustlosigkeit, Ängste, Angststörungen. Also all dieser ganze Komplex kann darauf beruhen. Und gleichzeitig hat es aber auch zu tun mit unserem Vagusnerv, mit dem Magen-Darm-Trakt. Überhaupt die ganze Versorgung von unserem ganzen Bauchraum kann gestört sein. Die Leber kann Probleme haben. Das heißt, eine unzählige Zahl an Erkrankungen und Symptomen können da wiederum auch ihre Ursache haben. Das ist exakt das, was wir als Regulationsmedizin herausfinden. Im Rahmen der Regulationsmedizin geht es darum, dem Körper zu helfen, wieder richtig zu regulieren, also alles wieder von alleine zu schaffen. Geht auch zum größten Teil. Wenn aber eine genetische Grundvoraussetzung da ist, dann muss man das erkennen und ihm dann helfen, dieses Thema zu kompensieren. Und das ist möglich, das funktioniert. Ob das so ist oder nicht, ob man es also hat oder nicht, kann man entweder über einen Gentest rausfinden oder über die Praxis Family Test Methode. Wenn man die beherrscht, kann man eh noch viel, viel mehr rausfinden, aber eben auch das. Und kann durch die Testung rausfinden, hey, ist das mein Thema? Haben meine Symptome vielleicht damit zu tun? Und wenn das der Fall ist, dann ist es möglich, dass man es kompensiert. Es gibt verschiedene Stoffe, die man dann einnehmen kann, um dem Körper zu helfen. Und für mich ist das genialste im Moment, es gibt eine Komposition, ein Mittel, das tatsächlich das alles abdeckt. Gibt es wahrscheinlich auch noch von anderen Herstellern, aber das ist das, was wir gerade kennen. Und das ist der Methylmodulator von Natogena.
Wir werden es hier unten mit verlinken. Da ist noch ein Gutscheincode dabei. Wenn ihr das irgendwie günstiger haben wollt, könnt ihr das damit günstiger kriegen. Mega gutes Mittel. Wir haben Riesenerfolge damit, weil das dem Körper exakt die Stoffe gibt, die er braucht, damit er dieses Problem kompensieren kann. Wenn du also auch irgendeine chronische, vor allem eine chronische Erkrankung hast, von der du nicht weißt, wie du sie loswerden sollst, ja, vielleicht hast du auch schon viel versucht, dann denk mal an die MTHFR-Störung oder den MTHFR-Polymorphismus. Versuch mal, ob du in die Richtung Erfolg haben wirst. Wenn du mehr wissen willst oder mehr können willst, steht das Praxis-Family-System zur Verfügung. Links dazu findest du auch hier unten, einfach über unsere Akademie. Und ansonsten folg uns gerne auf Instagram. Und bleib gesund. Liebe Grüße. Ciao.